Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen DMEU-Special. Und ja, wir durften vorab Roots of Evil antesten und das ist der dritte Teil der DMEU-Serie. Und ja, ich freue mich tierisch darauf. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch nichts davon gespielt. Wir spielen gleich erst noch und mit wir meine ich Chris Reality und Eiertoaster VR. Wir sind heute zu dritt. Und ja, wer die beiden Kanäle nicht kennt, unten in der Beschreibung sind sie verlinkt. Also gerne mal auf die Kanäle gehen und ja, man... Abo dalassen, da werden sie sich mit Sicherheit freuen. Ja, was ist neu an dem dritten Update, sage ich einfach mal, oder dritten DLC? Wir haben jetzt eine Oberflächenmap, das ist der Durchwald und ja, vom Setting oder von der Story her ist es so, dass Droiden eine böse Kreatur gefangen genommen haben und die versuchen im Zaum zu halten und ja, ob denen das wirklich gelungen ist, werden wir herausfinden. Oder ob sie dann uns feindselig gesinnt sind, weil sie korrumpiert sind. So sieht es wahrscheinlich aus, dass sie jetzt feindselig uns gegenübertreten und ja, wir sie bekämpfen müssen. Also so von der Story her, mal im Groben. Und dann gibt es eine neue Heldenklasse, das ist der Barde. Und ja, der Barde ist halt, ja, vom Mittelalter her kenne ich den so. Der hat fröhliche Lieder gesungen und die Leute unterhalten, dafür Geld bekommen. Also es war halt eine One-Man-Show, sage ich einfach mal. Und ja, das ist jetzt der Champion, die Spielerklasse, die wir jetzt auch nutzen können, um die Gegner zu besiegen. Und der Barde ist halt einmal mit einem Dolch ausgestattet als Angriff. Dann kann er Lieder singen, um die Mitstreiter zu stärken, die Gegner zu schwächen oder ja, zum Schweigen zu bringen, habe ich so gelesen. Und dann kann er noch einen Wind heraufbeschwören, was auch immer der Wind dann ausrichtet, aber Schaden anrichtet, die Gegner wegweht, weiß ich noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Werden wir aber gleich im Gameplay natürlich herausfinden. Ich bin auch gespannt, wie es vom Stärkefaktor aussieht. Also wie stark sind die Gegner, weil beim Rattenkönig war es ja so heftig, dass wir das gar nicht mehr gepackt haben. Und ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an, damit wir ganz kurz mal auch darauf eingehen können. Das Spiel kostet 24,99 €, hat jetzt drei Abenteuer. Und ich finde es echt gut, dass der dritte Teil jetzt auch noch umsonst erschienen ist. Die hätten natürlich auch ein DLC daraus machen können, aber ist vollkommen kostenlos. Für 24,99 € hat man hier echt verdammt viel Spaß. Man kann viel Spielzeit rein investieren und es sind auch noch mehrere Updates geplant. 2022 soll wohl so eine Art Lobby erscheinen, wenn man nicht spielt, dass man halt in der Lobby halt Leute auch treffen kann, den Charakter anpassen kann und so weiter und so fort. Das ist alles noch geplant. Was es sonst noch so gibt an Updates, das werden wir dann natürlich zur gegebenen Zeit dann in der VR-News-Sendung auch nochmal präsentieren und euch mitteilen, wenn wir da Neuigkeiten haben. Und ja, wir haben einen Online-Koop-Modus und wir haben einen Einzelspieler-Modus. Alle VR-Headsets werden so unterstützt, alle gängigen hier von SteamVR. Dann haben wir auch die Möglichkeit, Crossplay zu nutzen. Das heißt, wir können auch mit Quest-Playern zusammenspielen. Und das ist natürlich auch verdammt gut und wichtig, meiner Meinung nach. Es ist wie bei After the Fall. Also dieses Crossplay bekommt immer mehr Aufmerksamkeit und wird unterstützt. Von daher echt top. Sowas brauchen wir in VR. Dass wir nicht da auch noch eine Spaltung bekommen, ne, zwischen verschiedenen VR-Fronten. Das wäre echt blöd. Von daher ist es cool, dass die Spiele jetzt immer für alle, ja, alle Bereiche angeboten werden und jede Plattform halt dann auch mit seiner Plattform spielen kann, aber auch mit der Plattform der anderen Mitspieler dann zusammenspielen kann. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, Leute, ich finde 24,99 € nicht so viel für dieses Game. Es sind noch super viele Neuigkeiten geplant, neue Updates geplant und selbst wenn das DLC jetzt 2,99 € bis 5 € gekostet hätte, hätte, glaube ich, keiner gemeckert, ganz ehrlich. Die machen hier einen echt guten Job. Mir macht das Spiel Spaß und ja, mehr brauchst du ja auch gar nicht machen, ne? Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, wie wir uns in Roots of Evil schlagen, ne? Wurzeln des Bösen und ob wir die Wurzeln auch rausreißen können oder ob wir aus dem Wald vertrieben werden. Bleibt abzuwarten. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Jetzt bin ich gegangen. Gut. So, ich würde an dieser Stelle vielleicht nochmal, oder Chris, der Barde, würdest du nochmal die Geschichte vorlesen? Vielleicht? Soll ich machen? Kann ich die jetzt noch sehen? Das ist gar nicht. Ja. Das Buch siehst du nicht mehr? Ach so, ja. Die Wurzeln des Bösen. Du liest doch nochmal vor, würde ich sagen. So, also, wir sind ja jetzt hier
Buch 3 mittlerweile, ne? Wurzeln, ja. Wurzeln des Bösen. Der Trüchwald ist ein scheußlicher Ort und jeder, der ihn betritt, nimmt Schaden. Er ist die Heimat der Truiden, eines Zirkels mit nur einer Aufgabe, den Herrn der Wurzeln in Ketten zu halten. Doch nun drängen dich Elfengeister tief in den Wald vorzudringen, um das Grab der Rebellenführerin Ralma zu suchen und ihren Geist zu befreien. Doch um es zu finden, musst du überleben. Nicht nur den Herrn der Wurzeln, sondern auch die Druidenanführerin Mutter Sie. Nach Jahrzehnten als Hüterin des Herrn der Wurzeln forderte diese Aufgabe ihren Tribut und sie verlor den Verstand. Nicht jedoch ihre okkulten Fähigkeiten oder ihren Hass auf Eindringlinge. Sei dir bewusst, auch wenn sie alt und müde wirkt, hat sie kein Problem damit, ein Leben zu nehmen. Hört, hört. Das ja. Das hört sich gut an, ne? Hört sich interessant an. Diese Mütter. Ja, auf jeden Fall. Genau. Da schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, ne? Würde ich mal sagen. Ich bin gespannt. Also hier sieht schon mal echt schön aus, der Eingang hier. Also ja. Mal so offenes, ne? Hab ich schon gesagt. Mal was offenes. Ein bisschen bunter ist es, ne? Genau. Richtig. Schön. Da geht Rittersporn. Der sieht aber cool aus, ne? Also ist schon echt mega. Ja, wie ein richtiger Bade. So, soll ich reingehen? Ja, bitte. Wir bitten darum, Chris. The silence on the first floor is almost like a vacuum, without even the slightest chirp from above. Sieht aber nicht viel aus, ne? Aber... But I assure you that screams of agony are sure to be heard soon. Sind das Türen jetzt hier, die Dinger? Das sind, denke ich mal, Türen, ne? Wie das aussieht, die Holzdinger. Nee, das ist alles frei, das ist ja Wald, genau. Ich glaube, da gibt's keine Türen. Nee, ich glaube... Kann auch sein, dass man die... Ja, ich weiß, was du meinst. Kann gut sein, dass wir die kaputt machen müssen, vielleicht. Ja. Durch einen Angriff. Ach so, du meinst die Haupttür, die dann auch... Nee, diese Holzgeflecht. Ach, das hab ich gar nicht gesehen jetzt, das kann sein. Müssen wir mal drauf zugehen. Du bist sowieso noch dran, Chris. Ja. Ja, nach links oder rechts? Ich würde sagen erstmal nach links, wa? Hier hätten wir nämlich schon mal irgendwas Feines. Ja, mach mal. Okay. Oh, ja, das ist was Feines. War besonders fein. Da ist was Feines. Das Feines ist da. Ja. Wurzelbiest. Wirbelsturmhymne hätte ich. Ja, das bringt nichts, hab ich zu weit entfernt. Die Wirbelsturmhymne musst du vor dir setzen und die bewegt sich permanent über die Karte hin und her. Das ist natürlich praktisch, ja komm. Aber willst du das jetzt schon nutzen? Ich weiß es nicht. Windy. Ja, das braucht ein Ding. Ei, geil. Und der bewegt sich gleich. Geiles Ding. Guck mal da oben, ne? Die Wolken und sowas. Ja, das sieht cool. Das sieht cool aus. Haben sie schön gemacht. Okay. Also, ich bin. So. Wie viel HP haben die? Na, die haben nicht viel. 7. Ja, die Tupac packen. Tupac ist Jäger, ne? Ja, passt da. Der Jäger. Ein Kriegerhammer, das ist auch top. Man bringe mir den Jäger. Die sehen auch gut aus hier. Ein Jägermeister. Oh ja, die sehen richtig gut aus. Warte mal. Schön. Oh, da ist ja noch ein kleiner Kerl. Was ist das denn für ein Fratz? Wahnsinniger Goblin. Ach ja, der sieht ja cool aus. So, ich nehme mal meine. Hier trägt immer die Fähigkeiten, ist ganz cool. Und ein Speer. Ja. Schönes Ding. My bow is ready. My bow is ready. So, da wollen wir mal bauen, oder? Was haben wir denn? Ach, der hat gleich 2 Angriffspunkte gekostet. Pfeil, guck mal. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wie viel die noch haben. 4, 7. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Dann den ballern wir mal weg. A little to the right. Okay. Genau, so Wurzelbäckchen, die sind neu und Druiden Bogenschütze. Warte mal, ich glaube, den gab's schon. Der ist auch neu. Yeah! Oh, der macht nass. Was auch immer das heißt. Ah, da wo nass ist. So, da ist Wasser. Kommt ein Wurzelhund. Ach, schön. Oh, der Bart ist gleich auch schon am. Warte, ich hoffe, du hast noch eine Karte. Denke ich mal schon. Ja. Und der ist K.O. Okay. Ging schnell. Den Bart hat's dahin gerafft. Kannst du dich noch selber heilen, oder? Nee, ne? Dann werde ich. Nee, wir können ihn gleich einen Heiltrank geben.
Oder nee, man braucht nur hin, ne? I feel much better. Vielen Dank. Drauf springen. Naja, ist okay. Es ist kein Problem. So. Könnte ich dann gleich noch nehmen. Pfeilhagel. Dreimal drei. Fängt schon wieder gut an. Ja, wir sind gerade angefangen, schon sind wir am Krebsen hier, ey. Es wird nicht leichter, man hat jetzt schon beim zweiten Rattenkönig. Hat ja auch seinen I will vanquish you. Schwierigkeitsgrad gehabt. Ja. Nicht tot. Und hat er? Wow, der war knapp, der war knapp. Sehr gut. Okay, jetzt hast du halt echt. I will vanquish you. Ready to hunt. Ready to hunt. Okay, den Kanal mal direkt weg hier. My aim is true. Wunderbar. Hölzerner Knochen, jetzt können wir uns einen Wurzelhund schnappen, ne? Ja. So, den kann ich auch noch. Ach, die Karte habt ihr alle bekommen, ja? Nee, ich gerade. Noch nicht. 7, 10. Puh, du, 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 du. Komm. Ich will zwei. Warum nicht zwei Stärker? Mhm. Wenn man es gebrauchen kann, kriegt man es eh nicht. So. Der Rittersporn ist dran. Ja. My wounds are healing. Ich will doch nur singen. Aber der Wirbelsturm macht nicht viel hier, oder? Ich weiß nicht, wie er sich bewegt, ja. Eben hat er, in unserer Testrunde hat er sich mal ganz kurz bewegt über die Map. Mhm. Ich nicht. Ja, steuern kann man den ja nicht, ne? Also. Ach, guck mal. So, ah, was ist denn? Was ist man durch die Türen? Spezialfähigkeit. Da kommt der nächste. Bogenschütze. Oh. Jetzt auch gut, ja. Ich glaube, ich hätte wieder meinen Assassin nehmen sollen. Da ist doch ein Wurzelhund, ne? Ach, du bist noch dran, okay. Den hole ich mir gleich mit den hölzernen Knochen. My song of recovery will aid us. Na genau, wir können einen zähmen oder wir können. Ach so, du musst in die Waffe, in diese Pfütze musst du den stecken. Genau, ins Wasser. Wen muss ich rein? Hier. Nein, du hast die hölzerne Karte nicht, ne? Hölzerner Knochen. Nein. Nee, okay. Du kannst den aber auch zähmen, du kannst einen auch zähmen. Damit, ist egal. Find the courage within. Ich bin so mutig auf einmal. Ich fühle mich direkt kräftiger. Yes! Übermutig. So. Achso, ich bin da. Da sieht man sich hier zwei Holzköpfe. Ich müsste jetzt. Wir stehen ja mitten vor der Corona, ja. Das ist. Wir sind ja erstmal weg irgendwie. Ich wäre vielleicht mal. Kann ich jetzt den Hund zählen? Warte mal. Ist hier noch ein Wurzelhund irgendwo? Ist hier ein Wurzelhund? Nee. Ja, hier, vor dir. Ja. Das ist ein Wurzelhund? Hier. Nee, das Ober, das guck mal. Ach ja, den zähme ich nämlich jetzt mal. Freundliche Sache, guck. Der Wurzelhund ist ein freundliches Tier. Und jetzt greift er nämlich unsere Kollegen an hier. So, jetzt werde ich mich mal. Was ist meine Rüstung hier? Oh ja, Rüstung ist ganz wichtig. So, und jetzt werde ich den mal direkt angreifen hier. Mit zwei. Bow ready. Bow is ready, okay. Und dann werde ich einmal nach vorne gehen. Ich wollte eigentlich einen Wurzelhund beschwören. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Geht das? Ja, guck mal. Wunderbar. Cool. Zwei Wurzelhunde. Und jetzt muss ich mal schauen, was lohnt sich noch anzugreifen. Den hier vorne direkt, den hier vorne. Knall mal weg. A little too.
Cool, my turn, which means monster turn. Aber der Sturm bringt ja doch ein bisschen was, ne? Der, hat jetzt der, ist nicht, der, bleibt, der bleibt lange, ne? Ja, da musst du nur mal ein bisschen was treffen. Oh, den Bogenschützen schnappe ich mir gleich. Ja. Zack. Ja, sehr schön. Unsere Hunde rasten aus gerade. No escape. So, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit denen großartig angreifen kann, aber ich kann. Doch, du, der hat einen Dolch, der hat einen Dolch. Ja? Mhm. Ja. Oh. Bitte nicht uns. Hm. Machen wir nochmal. Komm, zwei Schwerter jetzt. Es sei dir gegönnt. Nein. Jetzt noch Knochen. Ja, direkt in so eine Pfütze gleich rein. This ends now. So. Ja, den Bogenschützen müssen wir auch noch loswerden. Ja, ja, den nehme ich gleich ins Visier. Ja. Ich kann jetzt nur direkt angreifen hier. Doppelt! Ja, der macht gut Schaden, der Krieger, ne? Ja, ja, das ist echt. Bringt der Mut jetzt irgendwas? Oder stärkt den Mut eines Verbündeten in drei Phasen? Mehr Schaden, glaube ich, war das, ne? Oder? Der kann mehr Schaden ab, meine ich. Achso, okay, dann habe ich doch richtig. Meine ich zumindest. Euch, ne? Du nimmst einen Schaden weniger, mutig. Okay, sehr gut. Mutig eins. Das ist gut. Die Frage ist halt immer, wenn ich jetzt direkt hier stehen bleibe, ne, da bin ich ja mittendrin, das ist natürlich auch doof eigentlich. Ja, ich bin aber du hast ja eigentlich gute Rüstung, ne? Ja, ich habe gute Rüstung eigentlich, ne? Ja, komm, du bist ja theoretisch wie ein Tank. Ja, theoretisch. Ein Titan. Ready. Wo ist denn der Sturm jetzt hin? Ready. Hat sich aufgelöst, ne? Wahrscheinlich. Ach, scheiße. Ja. Da kommen zwei Schwerter. Let's go. Eins. Straight. Straight out of Compton. Jetzt aber, komm. Jetzt doppelt. Da hinten ist ein Bogenschütze, ne? Hab ich gesehen. Just my time. Okay. Was tust du denn? Monster time. Boah, der. Ja, gut. Der blockt aber gut ab, ah. Du. Mhm. Top. Da würde ich gleich hier runter gehen, da würde ich den Hund auch gleich spawnen lassen. Wäre cool, wenn man den Hunden auch noch Befehle geben könnte, ne? Wen die angreifen sollen. Schön abrichten. Kann ich das von hier auch machen oder muss ich hingehen? Nee, ich habe den eben geworfen über ein paar. Aber von da ist. Hier ist aber auch noch einer, guck mal. Hier. Ach da. Probieren wir ja, okay. Dahin. Sehr gut. Wir haben eine Hundearmee. Kann ich jetzt hier irgendwas angreifen? Courage is what will save us. Ach guck mal, mutig 2 ist er jetzt. Mutig 2. Ah, ein Schaden mehr und einen Schaden mehr einstecken, okay. Vielleicht bringt's ja was. Das ist gut. Also kann ich euch schöne Buffs geben. Ja, also du bist mehr so ein Supporter, ne? Das ist okay. Ihr macht das schon. Und du kannst uns ein paar Liedchen trällern. Bin ich dran, ja. Nee, Chris ist noch. Alles klar. Ah. Echt? Nee. Doch, oder? Doch bei dir ist noch ein Pfeil. Der hat mich nämlich verguckt. Der hat sich nämlich mit meiner Spielfigur überlagert, der Pfeil. Deswegen dachte ich bin dran. So, jetzt erstmal Rüstung. My plate and mail have been repaired. Sehr schön. So, jetzt kann ich nur direkt angreifen. Und zwar nehme ich mal... Die Frage ist, merkt das Spiel, dass wir jetzt zu dritt spielen und generiert weniger Gegner? Bis jetzt gehen sie noch, ne? Du bist in den zweiten, was da für Gegner horten war. Ja, ja. Sehr schön. For the round. So. Ready. Komm jetzt, mit einem Schlag muss der weg sein. Zwei, jawoll. Sehr schön. Bam, weg. So, was haben wir? Wir haben Spinnen. Und dann haben wir so einen Druidenbogenschütze, den knall ich direkt weg. Ja, sind zwei, ja. Just like that. Sehr gut. Die, okay. You monster. Na, Dom plus eins.
Kisten hier. Oh, die Hunde sind Gold wert. Ja. Die sind cool. Zack. Wir haben einen festen Biss. Wir haben auch keine Angst, ne? Furchtlos. Wie viel haben da? Kann ich denn noch angreifen? Was ist eigentlich, wenn ich von hinten angreife? Mache ich da auch mehr Schaden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht nur, du bist Assassinen. Ja, ja. Ja. Oh. 3 ist aber nicht schlecht, finde ich. Oh, da ist ein ganz großer Gegner. Bachmar. Bachmar ist nicht gut. Bachmar? Wunderbar. So, jetzt, wo ist der Gegner? Hier? Der große da, guck mal. Na, hier ist noch ein Wurzelhund. Ach, hier. Ach du. Hier ist erstmal eine Kiste. Hier können wir uns erstmal schnappen, oder? Ja, das ja, ja, ja. Vielleicht kommt da noch die eine oder andere gute Karte. Ey, das ist ein Pferd, ey. Das ist ja Wahnsinn. Krafttrank. Feinde aufspüren. I'm ready to go. Balliste, das ist gut. Das ist so eine Art Seepferd, ne? Mhm. Balliste ist gut. Durchladeballiste. Könnte man theoretisch. Kannst du dich noch zurückziehen? Da könnten wir die hier hinstellen in Ruhe. Da können die Gegner nämlich kommen und die Ballisten schießen ja pro Runde immer, ne? Die schießen immer ganz gut, ja, ja. Ich habe nämlich auch eine, da würde ich die hier hinknallen. Das Vieh kann Feuer ausspucken, ne? Das ist schlecht. So, wenn wir den da hier hinlocken, können wir auch nochmal die Öllampe aktivieren. Ich glaube, es bewegt sich noch nicht bis jetzt, oder? Bis jetzt noch nicht, ne. Aber der wird jetzt von unseren Hunden angetriggert. Mythische Welle, Pfützenteleport steht hier. Oh. Da ist noch eine Spinne. Oh, wir werden von hinten angegriffen. Scheiße. Tupac, soll ich die da hinstellen, die Balliste? Soll ich die hier mit hinstelle jetzt? Ja, ich würde die hier so hinpacken, oder? Dann, ja. Dann kann die nach da schießen und nach da. Richtig. Ich mach nochmal das Spinnenei kaputt, da kommen nämlich dann keine Spinnen mehr. Doch, da kommt aber, wenn du jetzt kaputt machst, kommt. Genau dann kommt was. Achso, dann ja, verziehe ich mich erstmal. Warte mal, kann ich dir noch einen Buff geben? Ist es nicht. Na gut, wenn du mir noch einen Buff geben kannst. Nee, Runde ist schon vorbei. Okay, dann wäre gut, wenn der Eiertoaster. Ja, das ist die Karte, ja, da habe ich nämlich einen Kraftpunkt mehr, dauerhaft. Sehr gut. So, und jetzt. Die Frage ist, bohren ich jetzt vor? Also, oder? Da stehe ich mittendrin, ne? Mhm. Du solltest dich auch nochmal ausrüsten. Hier, du hast keine Rüstung mehr an. Ja, hast recht, ja. Das Wichtigste von dem. Ja. So, jetzt, ich bleib am besten erstmal hier. Mhm. Ich bleib mal hier stehen. Ready. Vielleicht kann der Tupac den mit den Pfeilen hier ein bisschen näher treten. Ich müsste jetzt erstmal abhauen, oder? Du müsstest erstmal von dort weg, ja. So. Und dann. Du musst bloß ihn in der Ecke drängen lassen, ne? 10, 3. Komm, den kann ich mit einem Schuss, glaube ich, wegmachen. Zack, wunderbar. Have some steel. Ah, schön. Sehr gut. Jetzt bleibt nur noch der Elfenpriester. Aber der große Drache, der ist hier lang gelaufen, ne? Hier ist der irgendwo. Kann sein, dass der jetzt auch hier lang geht. Ja. Meint er, dass das so schlau ist? Nee, da ist er, guck. Wir greifen ihn an. Hier. Echt? Geht mir bloß nicht. Ach du Scheiße. Da ist er. Es werden hier immer weniger, ey. Gott sei Dank. Alter, lass mich in Ruhe. Chris, spiel doch mal ein schönes Lied für uns. Echt? Courage is what will save us. Mutig 3. Oh, und ich kann Panik auslösen, das ist gut. Also
kann ich das nicht nochmal machen? Weil nur einmal. Das kannst du nur, da ist ein Zug denn weg, das kannst du nur einmal machen. Das ist ja blöd, ich verzieh mich erstmal. Tja, das ist. Ja, du, ich würde sagen, dass du dich erstmal hier um die Brücke kümmerst. Oder? Ja. Weil den müssen wir zusammen anvisieren. Ich guck jetzt nochmal ganz kurz, wie viel hat der jetzt noch? Der hat 3, 2. Schön muckelig warm im Keller hier. Ja. Guck ich mal, dass ich mal einen 2-Angriff packe hier vielleicht. Oh, okay. Der hat 3. Das ist gut. Das ist gut. Panik und sind weg. Das ist ja, sehr gut. Brauche ich dir jetzt auch nicht angreifen eigentlich. Erstmal macht ja jetzt keinen Sinn, oder? Ja, aber was ich würde noch, ja, schalte einen aus, oder? For the Queen! Und der ab. So. Where to? Ich schieß auf den hier. Straight as an arrow. Sehr schön. So, dann können wir uns gleich um die Großen kümmern. Der Barde hat einen ganz schönen Bauch, muss ich sagen. Yeah. Der isst halt gerne. In Wirtshäusern. In Tavernen. Tavernen, genau. Oh, jetzt kommt er. Sein Angriff, ja. Ich bin nass. Nee, die Muskete ist nass hier. Ballist. Eine mythische Welle. Find the courage within. So. Ich glaube, jetzt hau ich den gleich so eine Giftspritze rein. Das wäre ganz gut. Ich komme ja eh nicht ran. Ich könnte aber natürlich. Warte mal, welche Rüstung habe ich noch? Ich glaube, da müssen wir unsere ganzen Superkräfte nutzen, ne? Die guten Karten. Ja, ich habe eben nur die Rüstung noch. Mehr Karten habe ich gar nicht. Ich greife den jetzt mal direkt an. Ja, schau mal, wie viel Schaden. Mal gucken. Mit ein paar guten Angriffen kann der schnell weg sein, ne? Ja, nur in 4 Stück. I'm ready. So, bitte treff jetzt auch. Ich buffe euch weiter und. Nein! Ach, scheiße. Ach, das war klar. Karte versaut. Applying Poison. Schade. Oh, das ist richtig übel, dass man die Karte jetzt versemmelt hat. A little. Immun gegen Korn. Hä? Der Bade wird es richten. Genau. Ja, der muss uns weiter schön mutig halten. Niedersingen, ja. Der nächste. Ah, diesen Zwei-Fronten-Krieg, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Guck mal, der eine kommt von hinten. Das ist cool. Guck mal, das ist ja cool. So, jetzt auch. Mach ihn fertig. Don't fear any foe. Okay, also mehr wie. Ja, ja, aber ich habe jetzt wieder 4 Runden, mutig 3. Okay. Das ist gut. Du musst gucken, dass du uns immer auf mutig 3 hältst. Richtig. Weil bei ihm ist das schon weggegangen. Er ist wieder nur mutig 1. Lege ich mich jetzt mit den anderen oder nicht? Na, wenn ich den von der Seite nehme, hier kommt er eigentlich nicht hin. Ich würd den anderen Client nehmen. Ja, jetzt zu spät. Okay. Ich bin mutig. Och nein. Ich triffst du trotzdem. Nein, natürlich nicht. Nee, ich habe einen Stein erstochen. Achso, ich bin dran. Na gut, dann nehme ich mal von hinten, ja. Hat er nicht gesagt. Ja, nee. I trust my armor to protect me. Ihr habt euch verhöhnt. So, jetzt auch. Sehr gut. My bow is ready. Zwei. Oh, nice. So, noch so ein oder soll ich den hinten auf der Brücke erstmal nehmen, ne? Nee.
Nee, komm. Nee, haut das Pferd weg. Erst mal, da ist der Hund noch. Den brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, der Hund ist noch immer drin. Straight. So, noch 6 Punkte hat der. Das ja, 4 nur noch. Komm, komm, komm. Und? Jetzt schießt er auf einen anderen, das Ding. Good. Now it's the enemy time. Nein, unser Balliste. Da ist der Hund. Komm, greif. Jawohl, immerhin. Wunderbar. Die Hunde sind ganz gut. Mhm. Da ist der nächste. Nein, lass dich in Ruhe. So, was geht mit dem? Kann sich teleportieren. Hm? Scheiße, ey. Aber jetzt krieg ich mal einen. Ja, da hat er jetzt nichts mehr. Find the courage within. Ja. Wenn wir jetzt nicht nur Totenköpfe werfen, passt das. Ja, dann sollte er gehen. 3 Punkte weg jetzt. Genau. Du noch einen, dann war er das. Dann war er mit dem Mixer so weg. Tschüss. Tschüss. I will fell you all. Das habe ich bekommen, Bestienflüsterer. Kann deine Feinde schwer verletzen cool. Und Verwirrung stiften. Sehr geil. Bestienflüsterer ist Where gut. To? Ich habe eine Karte bekommen. Heilender Kreis. Heilt in jeder Runde einen zufälligen Spieler in der Nähe. Das ist ja cool. Das war gut. So. Jetzt können wir uns Gold holen. Immer. Dann machen wir hier den Weg jetzt, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das kommt hier lang. Weißt du nicht, was einen erwartet, ne? Nee. Mhm. Okay. Alright, Monster Time. Ist der unser? Das sind auch uns. Jetzt kann er mehr kommen hier. Da ist irgendwo einer. Mhm. So, unsere zwei Hunde sind auch da. Jetzt war das hier Pferd, das war nur das Kind. Jetzt gleich kommt die Mutter. Mhm. Ja. Don't fear any foe. Oh, das ist Wolverine. Hier, der sieht aus wie Wolverine hier, der. Ach, jetzt bin ich nass. Was hat man davon, ja, nass? Was ist dann negativ, wenn man nass ist? Gold stehlen, Heiltrank, da kann Gold stehlen, ne? Was wir eingesammelt haben. Das ist ja auch neu, echt? Ne? Ah, gegen Elektrizität, Eis, okay. Schutz gegen Feuer aber. Ja, der sieht schon arschig aus, der Bandit, ne? Ja, ne? Ja. So. Schon cool gemacht. Da wäre ich mal gucken. So, Doppelangriff bitte. Ne. Ja, fast. Ja gut, aber der kann halt schön zustechen, ne? Das ist der Vorteil. Mhm. Was ist denn hier noch? Wurzelbestie. Wurzelbestie. Das ist egal. Wäre eigentlich schade, den jetzt anzugreifen. Ja, ich greife ihn jetzt an. Also wegst du weg. Dahinter ist noch. Line up and die. I got an arrow knocked. Bullseye. Panik. Nützt nix. Wird trotzdem schwer sterben. Mit Panik ist er gestorben. Die already. Monster time. Monster time? So, man hört sie hier schon rumlaufen, ne? Da ist noch so ein Vieh. Mhm. Stark, sehr schön. Oh. Den Eiertoaster könnt ihr nochmal aufnoten, genau. Ich nehme auch mal die Karte, den heilenden Kreis. Meine Rüstung. Ich habe noch eine Karte Feinde aufspüren für eine gewisse Zeit, aber das machen wir später, ne? Mhm. Wenn wir ja mal nichts im Griff haben. Ach so. Ja, warte mal. Hält einen zufälligen Spiegel, aber ich kann den nicht anwenden. In der Nähe, warte mal. Muss ja wahrscheinlich auf irgendeine Platte. Mal gucken, wie klein er ist. Der Chris. Hallo, Chris. Oh. Sieht das witzig aus. Das hat nur noch einen Punkt. Warte mal, da kann ich das hier einsetzen.
Heilen, das leucht. Ah, cool. Das ist diese, ach, das ist dieses Leuchtfeuer, okay. Sehr geil. Extra für dich. Vielen Dank. Okay, also jetzt kümmere ich mich mal um die Bestie. Ja? Ich sehe ja gerade, dass mein Hemd vorne aufgeknüpft ist, weil mein Bauch so dick ist. Ja, ja. My bow is ready. Wo ist der aufgeknüpft? Vorne. Ach da, ja. Hier ja, ja. Taverne. Jeden Abend. So. Lincoln Walk here. Let's see what the monsters do. Das ist ein bisschen Zauberer oder sowas, oder? Zauberer, giftiges. Sehr schön. Jawohl. Da oben den Goblin hau ich gleich auch weg. Richtig, richtig gute Hilfe, ja. Oh, da kommen sie, jetzt kommen sie. Schläger. Schläger. Der ist aber böse, der Schläger. Ja, was mache ich denn? Hä? Jetzt? Ja, das, nein, will ich auch nicht. Achso, ist auch zu spät. Hä? Na gut, jetzt können wir es ändern. Jetzt musst du deinen Würfel werfen. Ja, oder? Bin ich hier noch. Kannst du noch abbrechen, ne? Nee. Kannst du überspringen mit A oder B? Ich glaube nicht. Kannst du nicht gehen. Nee. Was ist denn das? Ich wollte mich, ja. Gib mir Totenkopf, ja, natürlich. Ja. Das ist ja wohl, das ist ja wohl geil. Das ist ja blöd, ob man die angreifen kann. Friendly Fire, ne? Let's play a little song. Okay, ich will die Karten mal, ich will die Karten mal probieren, was die machen, weißt du? Ja, ja. My armor has been repaired. Er hat auf jeden Fall irgendwas gekriegt, aber es ist ein Fragezeichen. Verwirrt, alles klar. Warte mal. Karte? Oh, der Schläger kann Karten stehlen. Oh, ich habe eh nur die Rüstung, die wird er nicht stehlen können, denke ich mal. Die Rüstungskarte. Na, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ne? Und der andere Rückstoß, verzehrender Kuss, Kultistenruf. Ich glaube, den gab's nicht. Der Elfenpriester gab's ja schon. Ja. So, dann nehme ich mal den Schläger, oder? Nehme ich mir den mal vor. Where should I go? Ich knall den jetzt mal weg, bevor der uns angreift. My arrow will. So. Take that. Der Schläger kriegt auch noch sein Fett weg. A little. Time to move those enemies. Gleich müsste der Chris mich nochmal. Oh, okay. Du müsst mich gleich nochmal muten. Ermutigen. Sieger Tower. Okay. Sieger Tower. Was hat er? Nahkampf Angriff, bei dem das Licht ist. Sieger Tower und Wurfspieß. Das wird heftig, ja. Find the courage within. Ich den Schläger noch wegmachen? Ja, ja, sagen, ja. Ich versuche gleich da oben einen Pfeilhagel hinzuballern. For Arthur. Und ich glaube, eine Bestie könnten wir noch benutzen. Die für uns kämpft. Okay. Können wir machen, ja. Wenn du noch eine Karte hast. Ja, ja. Knochen. So, jetzt mache ich dich kalt, mein Freund. Sehr schön. I'll skewer you. I'm ready to go. So, Pfeilhagel. Den knall ich hier hin. Bitte, Doppelschwert. Bitte, bitte, bitte. Hm, komm. Ja! Nice. Clearing the area. Ah. I'll slash you. Was hat der? Oh, der hat nicht viel weggekriegt. Fünf? Immer ein 5, immer ein 5. Na komm, Bestienflüsterer. Ja. You like me? Yes, you do. You don't like me. No. Good. Now it's the enemy time. Ach du Scheiße. Alter! Wollen wir uns. Ah, der hat einen Schlüssel. Ja, das ist natürlich. Wir wollen uns aber fertig machen, ne? Ja, gut, wenn man einen Schlüssel.
Wer heilt die denn? Der kann heilen, glaube ich, ja, dieses Pferd, sag ich mal, ne? Ja gut, wenn wir das Pferd wegkriegen, könnten wir abhauen, ne? Der hat noch Schlüssel. Guck mal, ja, stimmt, da hat einen Schlüssel. Ja, dann müssen wir noch nach hinten, ne? Boah, wenigstens haben wir uns schon mal hier um müssen versuchen. Ready. Die Frage, gehen wir... Courage is what will save us. Oh, da ist nichts, ne? Das ist nichts. Die Frage, wir können natürlich erstmal hier lang gehen. Weil hier oben ist was. Wenn wir jetzt uns hier den stellen, ne? Ob das Sinn macht. Also guck mal, hier ist nämlich noch eine Lampe, wenn da jemand drauf schießt. Wo ist eine Lampe? Ja, eine Strudellampe. Da, ja, da kann ja, ich drauf schießen, da könnte ich drauf schießen gleich. Genau, aus der Entfernung. Sagen, gehen wir mal, wollen wir mal in die Richtung gehen? Aber wir müssen den hier eh kalt machen, das nützt ja nichts. Ja, aber wenn wir die können. Wenn wir die Lampe, dann haben wir den auf jeden Fall schon mal ein bisschen beschädigt. Ja. Okay, erstmal ein Stück hinter, ich kann jetzt eh nichts machen von hier. Ach nee, ich bin ja gar nicht dran, Mensch. Jetzt bin ich dran. Okay, dann gehe ich mal. Das hier ist ja irgendwas. Ist das mit uns einer? Weil hier ist irgendwas, seht ihr das? Seht ihr nicht, ne? Nee. Hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, ich renne mal hier hin. Was ist jetzt passiert? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, die haben Panik, sehe ich gerade. Die haben Panik, die Spinnen. Die haben Angst. Oh, der Wurzelhund ist freundlich. Den hätte ich nämlich fast angegriffen, Gott sei Dank nicht. Gut, ich kümmere mich mal um den Elfenkultisten hier. I will vanquish you. Where should I go? So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, müsste ich die treffen können. Ja. So. Heil, bam. Und wir erfahren, ob er uns den Schlüssel so gibt. Just my time. Okay, ja. Das war jetzt nicht so. Die already. Monster time. Nicht gut. Die Strudelampe, ne? Das ist nicht gut. Aber hier ist eine Strudelampe, aber die nützt erstmal auch nichts, glaube ich. Da versparen wir uns noch einen Weg. Ich habe auch keine vernünftige Karte mehr, die jetzt aufräumen würde. Ja. Jetzt halt die Rüstung. Was ist das? Du musst unbedingt Rüstung aktivieren. Ja, ich muss jetzt Rüstung machen. Bravery. Ich stand ja auch mittendrin, ne? So, wir sollten den Sigurd Tower auf jeden Fall als erstes killen. Weil der hat nur noch 15. Nicht mal 4, ne? Ne, den können wir mit ein paar guten Angriffen. Ready to hunt. Das sieht echt gut aus, kannst nicht mehr. Mhm. Find the target. Nee, optisch wie immer auf hohem Niveau hier, muss ich sagen. Mhm. Dann ist die PC-Version. Okay, 7. Hat er jetzt auch für Flat veröffentlicht, ne? Okay, weiß ich gar nicht. Hm, kannst dann auch im Flat spielen, das Spiel. Also kannst dann auch mit normalen Leuten zusammenspielen, die halt keine VR-Brille haben. Ja, das ist so cool. It's the monster's move. Na, hervorragend. Hast du noch einen Heiltrank? Nee. Okay, dann gebe ich dir meinen gleich. Komm schon. Ja. Guck mal, nur noch 2. Ich hilf das. Die Figuren sind schon richtig gut gemacht. Ja. So, der Bade muss jetzt richten. Ja, hauen weg. Jetzt hau nicht daneben. Weg mit dir, du Unhold. Ich hab was gekriegt. Eine mächtige Waffe der Sigurd-Taure, nur schwer zu finden. Hat 10 Angriff, also 5 Schaden, bei doppelten 10. Könnten wir dann bei dem Pferd benutzen, ne? Da hätten wir das dann gleich weg. So. Na gut, von hier aus könnte ich 2-mal auf das Pferd einfach draufknallen, das ist gut.
Du musst weg. So, dann hole ich das mal ab hier. Ich gehe mal an das Leuchtfeuer. Genau. Ja, vielleicht hast du Glück und der. Ich kann dich jetzt aber auch nochmal heilen. Soll ich dich heilen oder erstmal warten? Ne, warte erstmal. Mich greift ja jetzt keiner an. Hier ist ja keiner. Okay, komm. Lass mal nichts passieren, so. Auf das dicke Pferd. Straight. Das war doch schon mal gut. Ja, das Doppelschwert wäre gut. Komm. Jetzt schießt du mir meinen dicken Bauch. Naja, Glück gehabt. It's the monster's name. Scheiße. Das war klar. Okay, wir kriegen aber gleich noch eine Karte. Dauert nicht mehr so lange. Ja, das stimmt. Jawoll. Noch einen in den dicken Hintern. Du müsstest den Eiertoaster, ne? Ja, du könntest mich, wenn du kannst. Mal heilen, bitte. Ne, nicht heilen, sondern... Courage is what will save us. Ja. Ansingen. Mutig machen, ne? Mutig war das. Mutig. Ermutigen. Ermutigen, genau. Yes. Oder muten. Jawohl, das ist sehr gut. Geil. Oh, jetzt wird so ein Berserker. Berserker, ne? Jetzt hat er irgendwie Berserker-Modus, das heißt... Angriff 7. Oh. Kann sich weiter bewegen, zweimal angreifen und erhält einen Bonusschaden bei niedrigem LP. Gut, das okay. Ist alles nix. Immer drauf. Komm, doppelt. Ja, so fährt er nicht mehr. Nee. Komm, jetzt einen doppelten. Pustet. Ja. 6. So, Leute. Es ist soweit. Ja. Scheiße, ich hätte nichts sagen dürfen. Ja, wunderbar. Oh, noch Ressort. Nein, ich weiß es nicht. fuck. Ja, dann muss ich dich wiederbeleben, ne? Back to the fight. Oh, das ist gut. Jetzt können wir auf das Feuer schießen. Oh, der hat uns mal richtig weggeknallt. Scheiße, ey. Wir müssen auf jeden Fall auf das Feuer jetzt knallen. Chris, geh am besten raus und wieder rein. Das ist aber cheat. Nee, der ist noch nicht tot. Auch ist noch nicht tot. Doch. Ach nee, doch nicht. Okay, ich dachte, er wäre tot. Das ist nicht cheaten? Ach, nee. The end is not yet known. Vielen Dank. Ich muss mich gleich auch heilen. Sonst ist es das gleich gewesen. Ich nehme mal den Wurzelhund, weil ich habe 3 Angriffe. Das macht sich wahrscheinlich auch. Nein! Oh Gott! Nee, der ist aber nicht tot. Scheiße! Jetzt hab ich nicht hingeguckt, ey. I got an arrow knocked. Okay. Be sure to revive you. So, Tupac. Jetzt komme ich in die Hölle. My aim is. Death, take you! So, jetzt ein Doppelten und eine Ware dort. Komm, bitte. Jetzt ein Doppelten, wie in der Taverne, ne? Bullseye. Oh, ey, das gibt's nicht. Logisch, aber. Ein schöner Fernangriff hier. You're braver than you think. Ach, spielen wieder nur mutig 1, schade. Schlagen ist ja her, muss ich sagen. Also hätte ich nicht erwartet. Und weg ist er. Dodge this. All right, time to move the monsters. Was hab ich gekriegt? Zeichen der Jägerin. Ja, ich hab hier den Wirbel. Ich hab hier den Wirbelsturm. Jetzt kommt er mit einem LP nach hier. Diese. Was denkt er, wer der ist? Chris, komm, machen wir wieder kaputt. Na, da gehe ich erstmal hin. Ja, hauen weg.
Jetzt haben wir einen Schlüssel. Ist das schon mal was? Wunderbar. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst hier vor den Waldlörbern. Vielleicht kann ich den. Ne, ich glaube, der ist nicht in meiner Schussrichtung. Nee, ich meine bei mir den. Ja, ja, ich weiß. Den hätte ich gleich. Mal den Bogenschützen vor, oder? Oder die zwei Spinnen. Ja, hast du recht, kann ich auch machen. Weil der kleine Vieh macht auch Mist, ne? I will fell you all! Where to? Die kleinen Händchen hier. Meine Rüstung schon Zug verbraucht. My aim is true. I'll slash you. My arrow will shoot. Okay. Take that. A drone to you. Ist echt gut geschlagen. So, sollen wir jetzt gucken, ob wir zum Tor kommen oder? Ja. So, nicht angreifen. Ah ja, Toaster. Hier nicht, den nicht. Den wollte ich angreifen eigentlich. Ja, du hast recht, ja. Soll ich jetzt den Wurzelhund angreifen? Don't fear any foe. Genau. Was haben wir noch? Oder wollen wir noch mal hier? Ja gut, hier liegt noch Gold, das kann man ja, noch mit. Ja, den Weg müssen wir sowieso gehen, oder? Ja, let's go. Ja, genau. Ja. Okay, let's go. Oh, ja, da ist was. Was ist denn das? Oh, eben als er das gesagt hat, da war das auch nicht gut. Da kamen auf einmal überall Gegner. Guck mal, da ist da irgendwas. Ja, ich muss ja hier lang. Hier war eben dieses Holztor. Ja. Hier. Nee, hier ist ein Feind. Wir haben nur noch einen guten Wurzelhund, ne, auf unserer Seite. Dann kann es nur ein Gegner sein. Nicht so ich glaub, tragisch. Das war der einzige, ne? Aber ich geh erstmal nochmal hin. Weil, ja. Also, glaub ich, Rüstung habe ich. Das wollte ich eigentlich. Da ist noch eine Wurzelbestie. Nee, das was ist das? Druidenhundeführer. Oh. Was? Ja. Wurzelbestie, wo ist der Hundeführer? Da. Ah, hier, okay. Der steuert die wahrscheinlich. Ja, deswegen so schnell wie möglich zum Ausgang. Da können die uns am Arsch lecken. Also ich spring jetzt mal drauf auf den. Ich sehe hier Kokain. Ich auch nicht. Ich hab den nicht gesehen. Ich auch nicht. Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Nee, den habe ich nur beim Drüberfahren sozusagen gesehen. Ich weiß auch nicht, was das jetzt macht. Find the top. It's the monster zone. Ja, ist besser. Den noch ein bisschen wegzuhauen. Ja, komm, hau weg. Aber der hätte den anderen angreifen sollen. Oh, da oben sind noch meine zwei Spinnen, glaube ich. Hier sind noch zwei Spinnen von mir. Schöne Goldrunde, das ist gut. Guck mal. Und hier hinten ist nämlich die Öllampe, die kann man nämlich gleich. Ja. Kannst du gleich, wenn du dran kommst. Entfachen. Find the courage da. Within. Priester und eine Meditations. Okay. So, wie sieht's aus mit Rüstung bei mir? Jetzt könnte ich eigentlich auch den Sturm noch loslassen, oder? This armor will protect. Willst du die Karte jetzt noch opfern? Oder soll ich es benahen? Nee, komm, bald. So weit ist es ja jetzt nicht. Nee, mehr. Wir haben das ja eigentlich noch im Griff jetzt. My bow is ready. My bow is ready. Gegen wen? Alle Vierer. My aim is true. Eat it! Eat it! A little to the right. Monster, move. Oh, wer war das? Na, ganz da hinten. Ach, guck mal, der Kleine da hinten. Diese feige Ratte. Ja, deswegen so schnell wie möglich weg hier. Vielleicht geht hier oben noch richtig die Party ab. Boah, ey, wollt ihr mich verarschen, ey. Ist er tot? Ja. Der Quiz ist tot. Gut, dann kommst du mal rein, würde ich sagen. Das heißt? Beitreten Spiel. Ja, 05. Raum 05 und dann bist du wieder dabei. Das ist ja blöd. Ich habe keine Verbindung mehr. Moment. Ja, der ist rausgegangen. Okay. Ich würde sagen, wenn du noch einen Fernkampfangriff hast, zünde die Lampe hier.
Aber blöd ist der Chris, jetzt. Der kommt jetzt hier am Tor wieder aus. Ja. Deswegen werde ich jetzt meinen Druiden wieder einsetzen. So, Fernangriff habe ich jetzt nicht. Ich habe einen Wirbelwindangriff, da komme ich auch nicht dahin. Ne, okay, dann ich kann auch gleich schießen. Dann guck du. Weiß ich nicht, das ist. Gut. Ach, der hat ja einen Schlüssel. Na stimmt, wir müssen den erstmal besiegen. Ach so, der Kleine hat den Schlüssel vom. Ja, der hat ja jetzt einen Schlüssel. Warte mal, den greife ich jetzt mal an direkt. Richtig, siehst du. So, for the God. Schlüsselmeister. Jetzt ja, kommt klar. Ja, ja. Ja, kommt klar. Ready to hunt. Oh, Assassinen. Sehr schön. Ja, ist mein Liebling. Tupac ist der sonst auch mal der Zauber. Oh, schönes Ding. Have some steel. Take that. Wie viel Schaden mache ich? Drei mehr. Schaden kann ich machen. Dann knall ich den jetzt erstmal eher weg. A little too. Bevor der abhauen will. Take that. Wo sind die Lampe eigentlich hin? Welche Lampe? Die ist schon zerstört. Wir waren eine Lampe. Die habe ich kaputt gemacht. Ja, ja. Ach, deshalb war eben dieser Flächenschaden. Monster. Ich bin auf dem Weg zu euch. Ja. Du kannst ja tarnen, ne? Das ist ja doch. Das ist immer der. Ich habe jetzt den einen Bogenschützen hier hinten eliminiert. Ja. Da ist aber nur einer, ne? Wo? Ach, da, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, da müsstest du mich theoretisch nicht erwischen können. Kann man das Geld einsammeln gleich? Sehr schön. Und ich schieße jetzt nochmal auf den hier. Straight. Jawohl. So muss das sein. Eat it. Eat my shorts. So, guck mal. Ich helfe dem Chris jetzt hier. Na. Headshot. Bam. Von der Brücke geknallt. Ich denke, hier snipert hier, ne? Ja. Time to move those enemies. Bleib doch mal hier unten. So. Boah, ey. So, ich hatte der Typ da hinten. Ja. Ja, auf zum Ausgang. So. Genau, ich hör mal. Ich bin mal so frei, ne? Ja. Jawoll. Wuhu. Hat ja nur eine Stunde. I don't have it. It's not worth having. Boah, schwebt die auch immer direkt über dem Brett? Ja, ja. Okay. Muss immer erstmal runter, ja. So, jetzt, was habe ich denn? 325 habe ich. Nicht viel, ne? 325 habe ich auch, ja. Der Heiltrank ist ganz wichtig, ne? Auf jeden Fall. Du zeigst einen Feind, drei Runden für dich zu kämpfen. Schamschriftrolle, das ist auch gut. Flächenschaden. Jetzt habe ich nur noch 70, da kann ich mal natürlich nichts davon kaufen. Was war's denn? Elementargeist rufen. Ah, der ist zu teuer, oder? Ja. Aber ich habe jetzt ein paar gute Sachen. Ich habe einen Heiltrank noch mitgenommen jetzt und einen Behemoth. Wie gesagt, der hat Flächenschaden, ja. Einen Wirbelwindangriff habe ich auch noch. Passt. Oh, Nellius, love the gleam of gold. Thank you. Wie gefällt's euch bisher so? Gut, ne? Kutsche macht, oder? Guck mal, die Kutsche hier auch so, das haben sie auch cool gemacht, oder? Mhm. Mhm, a fine choice. Also stecken da viel Liebe rein, muss ich sagen. Also Liebe zu teilen, ne? Ja, auf jeden Fall. Grab your weapons and brace yourself. Na ja, Druids are not to be taken lightly. Oi. Especially not the Druids. Ah, wir haben die mitgenommen, die Freunde von uns. Cool. Das ist nämlich die Spinne noch von mir. Okay. Eiertoast ist dran, ne? Ja. Jo, warte. Mal vorrücken hier. Was ist das für ein Kamerad hier? Druiden-Hundeführer, okay. Der wird sagt, aber geh mal lang. Ja, diesmal entscheide ich mich. Ich glaube ja, hinten nicht. Ist eigentlich erstmal egal, oder? Naja. Wissen, wo der Schlüssel ist, ne? Hier wäre vielleicht gut, dann haben wir direkt hier eine Karte, ne? Eine Kiste. Außen soll immer recht gut sein. Komm, dann machen wir das mal. Ja. Ihr könnt da erstmal lang gehen und ich kann gleich den Typ hier mal ins Visier nehmen. Ready to hunt.
Live Angriff. Bleib auf Freund. Jawohl. Mensch, super. Direkt angreifen. Vielleicht wollte er uns gar nichts tun und du bringst jetzt einfach einen Typen um. Ja, ich bin aber halt so richtig auf Mordlust aus. Guck mal, jetzt krieg ich 2x2. Ja. Oh, guck mal, gleich einen Knochen gekriegt. Sehr schön. Sehr schön. Kannst du gleich jemanden hier ranholen zu uns? Going quiet. Und ich bin halt einen eigenen Weg gefunden. Mhm. Guck mal. Und keine Gegner. Kleine noch nicht. Ja. Perfekt. Und? Ah. Hartimpeln habe ich. Neu gruppieren. Vielleicht da gleich mal noch nutzen, ne? Ah, hol deine Teammitglieder zu dir, egal wo du bist. Okay. Das ist auch gut. Das ist nicht schlecht. Mhm. Wenn es mal kritisch wird, ne? Richtig. So, soll ich jetzt nach vorne zu der Kiste gehen? Oder wollen wir uns wirklich aufteilen? Ja, von wo sollen sie jetzt da kommen, ne? Ja, guck mal, wir können ja die können von hier kommen, ne? Also. Major ist erstmal alles frei, das wissen wir ja schon mal, ne? Zumindest. Würde ich sagen, wir gehen erstmal hier lang, da können wir immer noch hier lang gehen. Na komm, ich. Aufteilen ist vielleicht wirklich nicht so gut, ja. Ach guck mal, ja, das kann man wirklich eingreifen. Das, du hast eben dieses Tor kaputt gemacht, glaube ich. So. Kannst du auch mal hier reingucken, was hier drin ist. Vielleicht ist lieber nicht. Besser nicht. Achso, hier ist ein Tor, okay. Alright, time to move the monsters. Da kommen sie. Okay, und der hat direkt einen Wurzelhund beschworen. Mhm. Ich wollte doch was anderes machen. Ich wollte erstmal einen Pfad enthüllen vielleicht, dann wissen wir nämlich gleich, wo der... Das ist. Oder... Ausgang. Ach nee, wo der Ausgang ist. Genau. Na, wohin? Show us the path! Ah, guck, da oben ist der Schlüssel. Aha. Na, perfekt. Eine Kretzratte. Der Rattenkönig, nee, der Kretzratte. Ja, das kriegen wir doch hin. Kommt drauf an, was hier ist. Los ist nicht hier in dem Gebiet. Ready to hunt. Ready to hunt. Okay. Warte, den kriege ich nicht rein. Wissen wir, wenn du. Kann man da jetzt angreifen? Ah, guck mal, okay. Hier ist aber nichts drin. Ne, ist nichts dran. Das wäre auch angezeigt worden, ja, eigentlich. Chris überlegt. Dim. Nee, komm ich nicht hin. Dim. So, Vorstellungsmusik. Dim. Time to move those enemies. Meine Schläger. Hätten wir mal lieber zugelassen. Oh, Kartendiebstahl, da hat man eine Karte geklaut. So ein Assi, ey. Da hat man einen Heiltrank geklaut. Das ist doch nicht. Dieser Drecksack. Kartendiebstahl. This armor will protect you. Ah, die kannst du aber wiederholen, wenn du den jetzt killst, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hoffe. Naja, da steht nämlich trägt gestohlene Karte. Da will ich nämlich abhauen, merkst du das? Jawoll. Nicht mit mir. What should I do? Find the target. Das ist richtig, ne? Mit Doppel mir. Super. Da hast du deine Karte wieder. Have some steel. So.
Den kann ich nicht mehr treffen. Scheiße, ey. Der hat sich blöd versteckt jetzt. Gleich mal nehmen. Das wird jetzt hier spannend. Ich habe jetzt das Falsche genommen, scheiße. Ja. Was wolltest du nehmen? Ja gut. Nein, ich habe eigentlich noch so ein Ding gehabt, was anderen Schaden macht. Aber ich hole den nochmal. Das ist ja wenigstens schon mal weg. Die. Jetzt kann man keine mehr beschwören, ja. Now, what will the fiends do? Aha. Von hinten. Von hinten die Ratte. Nee, Spürhund. I'm here. Ich habe eine Karte, ich könnte jetzt auch ein Behemoth, spuckt Feuer und Donner auf nahe Feinde, Flächenschaden, könnte ich jetzt vielleicht hier einsetzen? Ich weiß nicht, ob ich es Sinn Du wüsstest nicht, ob noch die großen Bosse, mehr gesagt, die großen Gegner kommen, ne? Bleibt der oder ist der nur für eine Runde? Dann würde ich sagen, dann Chris, du kannst dich ja tarnen, ne? Von daher passiert der eigentlich jetzt am wenigsten wahrscheinlich. Du musst Spock mal aufpassen. Da wäre ich erstmal jetzt hier vorstürmend und das Gold erstmal einsammeln. I'm ready to go. Wegkomme. Da kann man mal zur Not noch dran gehen. Und von hier aus nehme ich die Ratte ins Visier. Straight. So, jetzt dürfte ich erstmal nichts von denen zu befürchten haben hinter den Bäumen hier. Hush. Sehr gut. Gut, kommen wir direkt an der Fitze hier. Ein Hund. Jawohl. Wir haben wieder einen Hund. Ich hab einen Hund. Hab ich endlich wieder was zu zerstören, ne? Mhm. Ach, das ist an den habe ich bei euch gedacht. Fokus, Vorsicht. Ist da noch eine Karte? Ich hab noch. Scheiße. Leute, was ist denn los, ey? Ja. Oh, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Ah, da kommt das Pferd. Jawohl, greif den mal an. Was mach ich denn jetzt? Jetzt muss man richtig auf die Kacke hauen. Das wäre der Brunnen, wo wir uns heilen können, ne? Mhm. Das wäre ihr Preis gewesen. I fell you all! I will fell you all! So, ich glaube, ich beschwöre gleich auch einen, der uns hilft. Ich werde erstmal meine Rüstung kurz reparieren. My plate and mail have been repaired. My bow is ready. Bestienflüsterer. Psst, come here, you. Fight those buttons for me. So, kann ich dann den Quiz wiederholen? Oder soll ich noch warten? Weil dann können die mich töten. Wenn ich jetzt da bin, können die mich töten, oder ich greife. Warte noch, drei Züge sind es ja noch. Scheiße, wo ist richtig. Ich da? Ich zieh lieber noch einen auf einen hier ab. Oder hier hinten auf den Scheiß-Dings hier, auf den Elfen. Spuren. Oh, war doch klar, ey.
schießt er bestimmt nochmal auf mich. Straight as an arrow. Ach nee, ich kann mich, glaube ich. Ah, guck mal. Oh, ja. Ist auch schön. They will hear me. Bist noch getarnt, sehr gut. The monsters are drawn to you. Ist auf das Pferd, ich hab noch schön Giftcocktail. Eine Giftbombe. Oh, da kommen jetzt zwei Spinnen, aber die sind gleich von unseren Hunden tot. Ist gut. Ganz wichtig. Armor repairs done. Ready to hunt. Yes. My arrow will. Gleich nochmal. Das war es mit dem. Wunderbar. Dahin. Geil, Knochen. Das heißt, wir können jetzt gleich direkt auch wieder einen Hund generieren. So, wo gehe ich jetzt hin? Warte mal, wer ist denn? Kann ich hier einen killen? Wieder generieren oder du nimmst den gleichen. Ne, ich habe ja nichts. Dann haben wir nämlich den Feind schon ab. Ne, ich meine da den Tupac. So. Dann haben wir nämlich den Feind schon quasi umgewandelt. Achso, umwandeln geht auch? Das geht auch. Ne? Kannst zähmen oder halt. Okay. Monster's turn. Oh, das war klar, dass er wieder kommt. Ich hatte ihn schon mal auf die Taufen. Also. Hattest du noch eine Karte? Eine Heilkarte? Ich habe noch eine Heilkarte, ja. Du hast okay. Werde ich auch gleich nehmen müssen. Soll ich mal auf. Soll ich trotzdem auf die Taufe springen oder eher nicht? Auf wen? Auf dich? Auf mich drauf springen? Nee, mach mal. Nee, du bist ja eher dran, ja. Ja, kill da deine. Ja, ja. Deine Gegner. Mal bewerbe ich jetzt erstmal hier diese Spinne vornehmen. So, den Hund wollen wir ja zu uns holen, ne? Den lasse ich mal am Leben. For the Queen! Genau, da wird ich. Ja, oder. Notfalls knall den weg, den Hund. Ja, was willst du jetzt anders machen? Ja. Line up and die! Hier ist noch ein Hund. Feindlicher, den kannst du nehmen, eventuell. Much better. Ich kill jetzt erstmal hier die. Zwischen den zwei Ratten. Ja, die Typen hier. A little. Have some steel. Die haben mich zu oft geärgert. So, in den Hintern rein. Death take you! Oh, Karte. Köder, was ist denn ein Köder? Du stößt alle Feinde aus dem Weg. Okay, das brauche ich jetzt noch. Ah, okay. So, haben wir irgendwas hier? Oh. Guck nochmal hier. Das ist gut, das ist der große Gegner. Scheiße, ich habe eine Giftbombe, aber reicht nicht bis dahin. Ja, gut, aber du kannst dich ja noch getarnt bewegen, ne? Ja, stell ich mich mal hier noch hin. Da sieht er den wenigstens. Geht von der Gegneranzahl diesmal, finde ich hier, oder? Ja, noch, ne? Bitte nicht in von uns, ja. Ist der gegen Eis immun? Nee, das wäre gut. Der ist nämlich nass. Wenn wir den jetzt mit der Eislampe da. Stimmt. Ja.
Unbedingt müssen wir den jetzt mit der Eislampe der erledigen. Der ist immun gegen Eis. Nützt uns nichts. Sicher? Ja, steht, wenn man auf. Betäubt? Ach, gefroren. Ah, ja, okay. Wäre doch zu einfach, oder? Leider. Ja, von wo kann ich den jetzt am besten? Na, ich theoretisch hier oben, ne, was du aufgemacht hast. Achso, bin ich. Du hast ja Gold gar nicht genommen. Ach Scheiße, wieso kann ich denn keine Giftbombe schmeißen? Dann nehme ich halt das Gold. Bitte schön. Ja, Scheiße, der kriegt mich doch jetzt hier. Ja, nochmal viel Gold. Boah, der hat direkt unseren. Aber jetzt habe ich auch Schweine gehabt, das stimmt. Ein Feld weiter, ne? Sonst hätte es mich auch erwischt. So, ich bin dran. Was haben wir denn jetzt an Dings hier? Da lohnt sich jetzt auch nicht an den Punzeren. Ich nehme erstmal jetzt noch eine Rüstung. Ne, Rüstung habe ich noch. Brauche ich jetzt nicht. Die Frage: Gehen wir hier lang oder direkt hier rein? Egal, von welcher Richtung. Das Problem ist, wir haben hier noch den einen Gegner. Sonst könnten wir uns komplett auf den jetzt konzentrieren. Ja, wir müssen das hier einnehmen, dann wären wir eh geheilt. Aber da. Gut, die haben ja noch die zwei, die sind auf unserer Seite. Das heißt, die würden den wahrscheinlich auch mit angreifen jetzt hier. Ja, klar. Dann würde. Tupac, du kannst ja dann auch den anderen Hund beschwören, naja, wa? Ja, hab ich vor. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal jetzt hier hin und versuche den mal anzugreifen schon, weil Rüstung habe ich eh. Ich denke mal, mir wird jetzt hoffentlich relativ wenig passieren, das ist der Angriff. Ja, du hast noch drei. Da bin ich noch gut. Okay, dann mache ich mal vor. Hey, warum geht das nicht? Das ist ein falscher. Ich habe meine Figur. Ich kann nichts hören, ne? So, und. Da kommen jetzt. Doppelt. Aber ich hätte auch Klinseln, wenn ich das doppelt krieg, hat das 14 Schaden, das ist ganz ordentlich. Okay. Chris, denke dran, du hast doch noch einen Punkt, ne? Deswegen, ich muss unbedingt zu der Heilung. Und vor allem Tarnen. Tarnen ist ganz wichtig bei dir. Ja. Straight. Sehr schön. So, ich tarn mich erst einmal und dann gehe ich. I am the shadows. Reicht das aber, wenn ich hier stehe zur Heilung? Oder muss ich stopp, warte mal ganz kurz. Ich, ja. Doch, das geht, glaube ich. Ne? Du musst hier stehen. Ja, ich kann nur bis hier hin. Ja, das geht, gut. Aber ich kann ja jetzt hier hin. Aber das geht mit dem Leuchtfeuer nicht. Das Leuchtfeuer funktioniert nicht, wenn du getarnt bist. Kann der schießen hier? Ja, theoretisch. Giftiger Biss, Rattennest graben. Okay, den müsst ihr gleich. Jetzt. Oh, da ist schon drin. Jawohl, hör mal rein. Danach könnte ich einen Krieg. Wenn wir mal ganz viel Glück haben. 2x7. Warte mal. Die Frage. Ich nehme erstmal. Ne, Rüstung wäre eigentlich jetzt Quatsch bei mir. Ich greife ihn erstmal an direkt. Gleich Gold aufgesammelt. Was muss ich jetzt? Ich nehme erstmal meine Rüstung nur. Nicht, dass der mich jetzt mal angreift. Also wenn du den jetzt einmal triffst, ich hätte 2x7 mindestens Angriff. Da wäre der schon mal weg. 2x7 ist gut, ja. Also hätte ich auf jeden Fall. Würde ich es doppelt würfeln, hätte ich 14. Ja, also ich greife erstmal an, Ja, dann sollte er auf jeden Fall weg sein. So, ja. Noch. Tupac, ich weiß nicht, ob du die Ratte oder schon beschießen willst oben. Du bist nach mir dran, oder? Du bist dran, Tupac. Ja, nach mir bist du dann, oder? Ja. Okay, ja, dann schieße ich auf die Ratte. Nee, kann ich nicht. So weit weg. Oder weil der da steht. Na, da haut das Pferd erstmal weg.
glaube, Fernand wird jetzt nicht gehen, ja, da steht sie noch an. A little to the. Machen wir den wenigstens schon mal weg jetzt. Eine Sorge weniger. Find the target. Ja. So, nach einem Angriff, dann ist das weg. Das ist ja schon mal sehr gut. Endlich. I'll open that vein for you. Bin ich ja. Da kann ich ja theoretisch hier jetzt. Nee, da kann ja. Ich halt nicht mehr weg. Oder? Stell dich, hau ich hin. Okay. The monsters are drawn to you. So, jetzt kommen wir. Die Ratte müsste ich auch kriegen von hier. Ja, die ist jetzt wieder da drüben, ne? Hm. So, der Typ. Und den müssen wir wegkriegen. Auf das Eisding schießen. Hm. Eventuell. Also, ja, ja stimmt. Ah, stimmt, dann sind unsere. Das ist blöd, ja. Du wolltest mich wieder verleiten jetzt, ne? Ich hab doch schon nicht mehr. So, warte mal, ich nehme erstmal eine Rüstung. Mal richtig, ja. Der Boden könnte uns mal heilen, ey. Mhm. Was macht der denn? Nee, und da müssen wir drauf. Wir müssen da drauf. Das ist keine Heil. Ach so. Ach so. Dann geht da geht der Chris am besten drauf, der hat am wenigsten noch, ja. Ja, und Tupac ist auch schön, die einfach daneben. Um diese Best, ja. Ich dachte, der macht das wieder automatisch. Nee, der macht das ja nicht. Okay. Und die Kleinen, die Leutfeuer, die machen das automatisch. Ready to hunt. Genau. Soll ich jetzt drauf gehen? Mhm. Der Chris wird dann auch mitgehalten, ne? Ja. Wir haben alle. Ja, perfekt. So, wunderbar. Nice. So. Dann kann ich noch mal schießen hier. Ja, da ist der. Noch schön Gold rum, das kann man auch noch einsetzen. Just like time. So, Chris. Time to go. It is the enemy's turn. Gehen wir richtig praktisch vor. Jetzt wirklich, also, das ist. Passt. Okay. Ach, der heilt sich auch noch. Heilt sich wieder so. Wird nicht viel bringen. Ja. Da kommt wieder ein Priester. Der nächste Schweinepriester. Hier kommt noch einer. Wurzelbestie. So, ich werde erstmal die Wurzelbestie. Mhm. Komm mal doppelt, nicht mal doppelt. So, und gleich nochmal. Halt. I will vanquish you though. Ready. My arrow will. Komm, jetzt einen Doppelten, dann ist er weg. Komm. Bullseye. Schade. Ah, der Chris kann so weit gehen, das ist gut. So. Don't resist. Wer kann uns noch besiegen? Okay. Monster Turn. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja, das ist auch eine neue. Ah, ne, sah so aus. Na, warte. Edge. Oh. Sind da Ratten dran? So, hör mal. Für Kälte sorgt ja. Für Kohle. So, ich komm mal vor am besten. Mhm. Hat wir einen schon einen Hund beschworen, einen neuen? Oder können wir erstmal aufheben? Oder? Ich hatte einen, ich kann aber noch einen. Okay, na gut, brauchen wir erstmal nicht, glaube ich. Jetzt erstmal. Brauchen wir nicht. Ja, bisher ist noch ruhig, ne? Ah, okay, doch. Bow, ready. Nee, geht aber auch noch, glaube ich, oder? Ja, doch, die kriegen wir auch noch hin. Ihr könntest aufs Eis drauf schießen, Tupac. Stimmt, ja, stimmt. Stimmt, da kann ich gleich drauf schießen. Oder jetzt, ja gesagt. Nee, ist blockiert. Okay, komme ich von hier aus nicht dran. Ich glaube wegen dem hier. Mhm. Ja, du kannst nicht durchschießen. Kann ich denn wenigstens. Den kann ich auch nicht angreifen. Aber hier die kleine Ratte. Na, immerhin. Und mit zweier. Dort, wo es eigentlich relativ sinnlos ist, ne, da kriegt man es oft. I am the shadows. Ne, kann ich auch nicht werfen.
Ja, wir müssen die jetzt erstmal wegmachen hier. Good. Now it's the enemy time. Also auf die Eislampe wäre es echt gut. Vielleicht kann ich mit einer Attacke. Ja. Das ist nicht gut. Oh, das ist eine schöne Ansammlung. Jetzt ist aber gut, ja. Reicht. Und die sind alle bei mir, ey. Die sehen mich nicht. Ja, du musst aufräumen. Ja, oh, jetzt aber wie. So, ich könnte jetzt spuckt Feuer und Donner auf einer Feinde Flächenschaden oder du stürmst vorwärts und stößt alle Feinde aus dem Weg. Das ist auch eine Lösung. Da hat er nicht mehr viel, aber der da hinten hat noch 7, okay, der 10. I will fell you all! Oh, gut. Der hat direkt Panik gekriegt. Gleich erstmal meine Rüstung, würde ich sagen, weil. Ja. Ich könnte aber auch noch. Nee, ich mache meine Rüstung, ich bleib erstmal stehen. Ja, den kleinen Kurs wird's hier weggehen, aber. Bow ready. So, jetzt könnte die Eislampe, ne, weiß ich nicht, was die an Schaden, nicht, dass ich jetzt auch mal mit vielleicht. Ah, ne, du kommst ja nicht an. Komme ich nicht dran, ne? Ich gehe jetzt einfach mal nach vorne, vielleicht komme ich dann von da aus dran. Ja, jetzt könnte ich, aber jetzt, ich weiß echt nicht, ob die. Doch, die. Weiß ich nicht. Soll ich probieren? Du hast ja eh ein Schild, ne? Ich hab eh Rüstung drin. Wo das aus? Straight. Take that! Uiuiui. Junge, da war aber. What a juicy jugular. War gut. Ja, aber der Eiertoast hat auch viel abgekriegt, leider. Na gut, ich hab noch einen Rüstung, das ist alles gut. Ja, mein Vorteil sozusagen. Ja, aber da hat deine komplette Rüstung weggemacht, ne? Ja, aber die kann ich mir wieder aufpustern. So, wir müssen ja eh hier hinten lang gehen, ne? Ja, wir müssen da lang. Ready to hunt. Hier lang, mit der Ratte. Nee, da kommst du nicht hoch. Du kriegst den nicht, ne? Du kannst den nicht. Du kriegst den nicht, ne? Den krieg ich nicht, aber den, die Spinne kann ich? Ne, die Ratte, ja, den. A little to the right. Ne, da komm ich immer noch nicht dran, da muss ich gleich. Ja. Ich versuch noch den hier wegzumachen. Der Panik. Ah, okay. Nicht gut. Find the top. Oh Mist, fast jetzt noch getroffen. Ja. Schade. Now you see. Und Knochen. So gut aus der Szene, und das ist richtig top. It's the monster's turn. Let death embrace you. Oh. Jetzt kommt wieder so ein Siegador. Schleim ist da oben, deswegen. Vielleicht können wir den Wurzelhund ja noch zu uns holen. Der hat ja nur noch 2. Ja, lohnt sich nicht. Da würde ich eher sagen, ich mache einen neuen. Ja. Ich kann auch noch mal einen. I have repaired my arm. Du kannst auch noch einen? Mhm. Ja, dann macht halt auch. Ja. Mist, ich komme hier nicht hin. Oh, sonst hätte ich die Karte jetzt anwenden können. Ich komme hier nicht hoch. Da bleibe ich erstmal hier unten. Und ich glaube, ich kümmere mich mal um die Spinne hier gleich. Mhm. For the King! I'm ready. For the King. Was ist denn los? Oh, das war dein Glück heute. A little to the Jetzt aber. My aim is bitte. I'll slash you. Und jetzt können wir uns um den Digger Tower kümmern. They won't. Oder man geht hier lang, um die Ratte zu holen, ne? Hier. Ja, ich
Ich hätte noch eine Giftbombe, aber das würde die unsere Verbündeten betreffen. Nee, dann nicht. Nee. Die kümmern sich erstmal um den hier ein bisschen, ne? Denke ich mal. Ich kann, ihr versucht den Schlüssel zu holen, ich kümmere mich auch noch mit um den Typ. Den kann ich ja mal gut treffen. Jetzt haut er ab und heilt sich. Und teleportiert. Ah, da oben ist noch so ein Pferdevieh gestorben. Haben wir auch keine Truhe hier in der Nähe, dass wir mal irgendwie. Ne, Truhen sind alle sehr weit weg, ne? Hier oben wäre noch eine. Ach ne, die ist ja. Den brauche ich mich gar nicht kümmern, da kümmert der Wurzelhund sich drum. So, ich habe auch einen Knochen bekommen. Das ist gut, direkt einen dritten Hund generieren. Kann ich jetzt hier schießen? Nein, den sehe ich nicht. Okay. Soll ich versuchen, nach oben zu gehen? Oh. Gefährlich, ne? Ja, dieses Vieh noch, ne? Da bleibt man besser zusammen. Können wir uns lieber von hinten anschleichen irgendwie. Dann knall ich den mal weg. Take that. Würde ich auch sagen, wir gehen jetzt zusammen gemeinsam hier lang. Ja, so, ja. Dann kann ich den Hund noch beschwören hier. Du hast auch noch einen, das ist so gut. Dann ja. Zwei Beschwörer. Noch besser. Ich hab keinen mehr. Hier ist ja noch einer. Aber ich könnte doch notfalls noch einen großen Feind drei Runden vor uns kämpfen lassen. Okay. Oh, Tupac. Vorsicht. Ich bin geschwächt. Oh, das ist nicht gut. Ich muss weg. Und down. Ich spring gleich auf die drauf, ja. Do not go gently into the night. Jetzt muss ich gleich nur direkt weg, ey. Also kann ich den Großen auch für uns kämpfen lassen, ne? Soll ich den Großen für uns kämpfen lassen? Worin? Den Großen? Den Sieger Tower. Ich kann einen Feind beschwören oder ja. Überzeugen, für uns zu kämpfen. Dann lass ich den mal. Ich kann aber... Okay, na gut, dann... Oder sollen wir uns das für später aufbewahren? Nee, hau rein. Hau rein. Okay. Denn? So, warte, ich bin noch dran. Ich muss erstmal jetzt... Ich kümmere mich mal um den Waldläufer vielleicht. Ich habe aber hier einen Flächenschaden noch, wenn ich den jetzt hier aktiviere. Kannst du auch machen. Vor dem Waldläufer, vor dem Sieger Tower. Mach das. Dann komm. Kriegen die zumindest ein bisschen Schaden alle hier. Ja. Mal gucken, was passiert. Ich weiß es jetzt nicht 100%. Ach so, was ist das? Okay, noch besser. Okay, na dann. Ja, das hauen sie, denke ich mal, gleich weg, das Ding. Ach, Behemoth, das war ja, ja die Kanone. Na gut, aber vielleicht macht es richtig. Richtig. Doch noch. Ja, schauen mal. Achso, ich bin jetzt. Soll ich schon mal hinten weitergehen, getarnt? Ja, ja. Mhm. Mhm. Da können wir schon mal wenigstens sehen, was da so abgeht. Sieh schon mal in die Kratzer anschleichen. Scheiße, dass ich keinen Heiltrank mehr hab. Hier ist eine Schule. An arrow knocked. Na, ich habe auch keinen Tupac. Ich muss auf jeden Fall weg. Und sich das Vieh machen, Tupac? Nee, ich hab nur noch drei. Also, wenn, dann muss ich von weiter weg. Achso. Mhm. Ob da rankommen soll, kommt die, eins, ne? Die kleine Ratte kann ich machen. Just like. Enemy turn.
Ja, das hauen die jetzt direkt kaputt. Wenn's wenigstens einmal schießen würde. Einmal hat er da geschossen sogar. Mhm. Ach, du Scheiße. Oh, da sind aber einige, wa? Das ist wieder ein Bandit. Oh, unsere Wurstlohne sind echt gut. Mhm. Aber was macht der eine, der haut da ab? Ne, der will bestimmt außenrum lang gehen. So, da können wir kann auch sein. Erstmal um den Bogen schützen. Aber Chris, dann brauchst du gar nicht mehr da lang gehen, wenn die Ratte jetzt eh schon unten ist, ne? Jetzt hier oben Bogen schützen. Aber so kann ich heimtückisch von hinten angreifen. Das kannst du natürlich machen, ja. Unentdeckt. Richtig. Wenn ihr da klarkommt. Ja. Mit ein bisschen Heilung würde ich mich besser fühlen. Deswegen Abstand halten, ne? Meine Karte kann der Bandit nämlich nicht mehr klauen. Muss zwar ein bisschen Geld, aber. Die! Go back to the abyss. I got an arrow knocked. Ich kannst du den Banditen jetzt, ne? Machst du auch wahrscheinlich. Ja. And... Sehr schön. Ach ne, okay, ich kann nicht. Das Klauschwein. Uiuiui. Okay. Das sind noch ein paar, wa? Aber da kannst du gut auf Laugentrank. Feuer und. Laugentrank habt ihr nicht? Ne, Laugentrank. Ne. Dann kannst du nur den Schleim klatschen. Ich hab nur eine, nee, ich hab nur eine ja. Giftbombe. Okay, na, die wird jetzt. Weiß nicht, ob die Sinn macht jetzt hier. Nee, ich wollte dich eigentlich hier vorne bei den Typen. Ich gehe mal hier ein Stückchen weiter. Ich lasse die erstmal in Ruhe. Also, die zwei sind hier noch oben. Weil da stelle ich mich hier oben hin und schmeiß hier Gift runter. Da kriegt er nämlich erstmal ein bisschen Giftschaden. Wir machen jetzt ja, das Schleim zusammen. Wir machen richtig. Ja. Ey, hat er mal 95 Gold geklaut? Die hol ich mir zurück. Ein Assi, ey. Ach, guck mal, krieg ich ein paar nächstes. Ja. Wo soll hin? Da ist im Dunkeln verschwunden, ne? Taste my steel. Gib mir mein Gold und Rüstung reparieren. My armor has been repaired. I'm ready to go. Ah, okay, auf den großen kann man das gar nicht anwenden, die Schamrolle, okay. Jetzt mach ich einen Pfeilhagel. Komm, doppelte. Ja. Doppelte. This rain will kill you. Die, you monster! Der Schleim tot. So nicht schlecht. Heilender Kreis. Ich hab wieder einen heilenden Kreis. Attack them! Mhm. Ich warte erstmal noch, weil die können den ja auch zerstören. Die Frage, ich glaube, wir gehen erstmal hinten lang hier, ne? Das macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn wir jetzt uns hier vorne aufhalten. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Here's a little gift. Oh, the monster moving. Oh, wieso? Wer hat das Ding kaputt gemacht? Das frage ich mich jetzt auch. Aber Hauptsache, die sind erstmal ein bisschen vergiftet. Da kriegen die erstmal ein paar Minuten Schaden. Ja, ja, ein paar gehen drauf auf jeden Fall. Gift, sehr gut, 17. Was ist das hier? Ach, so ein Rattennest. In zwei spawnen die. Was hat der noch? 14 Punkte hat er noch. Hm? Ja, ich könnte, wenn ihr jetzt direkt angreift, ist das Problem. Ich könnte auch vergiftet werden. Das ist richtig. Das Problem.
Hier ist aber noch nichts. Also hier ist kein Gift, das ist erst ab hier. Ja, ich weiß auch nicht, wenn ich den jetzt angreife, ob ich dann automatisch auf das Feld gelange oder. Ach so, das meinst du. Weißt du, ob ich dann auch vergiftet bin? Ich nehme fast an. Fernkampf hast du keinen mehr. Du hast ja Fernschaden, da glaube ich, bleib hier. Das Rattennest kann ich aber angreifen. Ja, das würde ich auf jeden Fall, weil die schlüpfen gleich. Könnte ich machen. Genau. Und dann würde ich an deiner Stelle nochmal Rüstung nehmen. Ich greife den. Ja, habt recht. Ich nehme die Rüstung. Mach auf den Kopf, machen wir mal sicher. My bow is ready. 2 Jahre, jawoll. Sehr gut. Klasse. Das ist nämlich schon zum Berserker geworden jetzt, oder? Ja, noch nicht. Doch, nochmal 2 Jahre, komm. Na, Tupac, du hast drauf mit den Totenkopf. Straight. Dafür habe ich eben 2 Jahre gemacht. Du Frechdachs. So. Oh, da. Chris ist fast tot. Das ist natürlich schlecht. Der stirbt sehr oft, der Chris. Ja. Ja, irgendjemand hat da oben das Feuerding kaputt gemacht von den Gegnern. Das hat mich. Tote Leider. Hätte ich aber nicht gedacht, dass die Gegner das auch kaputt machen. So, wer ist jetzt Chris eigentlich? Aber du musst überspringen, ne? Oder genau. Kannst du dich nicht mehr annehmen? Du kannst ein bisschen nach links oder rechts gehen, ne? Ich hab noch eine Blitzbombe. Oh ne, bringt nichts. Überspringen. Ging dir das nochmal? Ne, ich spiel mit dem Vive-Controller. So. Ach, hier. Let's see what the monsters do. Sehr gut. Da kriegt der Gift ab. Boah, 5 hat er dir ja weggezogen. Jetzt bist du vergiftet. Immer vergiftet. Na prima, jetzt bin ich nicht auch noch tot, oder? Gleich. Noch nicht. Dauert nicht mehr lange. Ja. Das gibt's. Ja. So, Tupac muss es richten. Ja. Aber guck mal, die kriegen alle schön Giftschaden. Und der ist auch gleich down. Ja, du Ratte. Ach, Mist. Ich weiß ja nicht, ob ich den Heil in den Kreis spielen kann. Sehr schön, Tupac hat einen Schlüssel. Okay. Ja, da ist auch gleich weg, ja. Mhm. Oh, da kommt einer. Da kommen 2. Scheiße. Ich hol den Dings zurück, ne? Ja. Ja. Danke. So, ich stelle erstmal diese Dinge hier hin, den heilenden Kreis. Nee. Oh, ich hab dich gar nicht wiedergeholt. Okay. Ach so. Nee. Ich bin auf dein Feld gegangen. Was ist das denn? Immer komisch. Ich kann aber erstmal nach Haus. Ich glaube, das war's aber gleich. Ich überspringe mal. Warte mal, Rüstung kann ich jetzt auch nicht. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich überspringe mal jetzt. Ins Gift möchte ich auch nicht zurück. Ja, überspringen, aber danach bin ich auch tot. Wenn jetzt die Gegner nochmal eine Runde machen. Chris? Ist tot. Okay, warum geht's nicht weiter? Weiß ich nicht. Wer ist denn jetzt? Ich bin dran, steht da. Ja. Achso, guck mal, Runde. So, jetzt muss es gehen. Nein. Wir haben einen Bug gefunden. Oh, weil bei mir steht da, Runde wird in 3, 2, 1 beendet. Passiert aber nichts. Warte, ich geh nochmal raus und rein. Der Bug. Gut. Wenn es so ist, dann passt das ja erstmal für eine Aufnahme auch. Na klar. Ne? Das war ich doch. Auch wenn wir jetzt gerne. Richtig. Und jetzt? Wenigstens noch die Runde hier zu Ende gemacht hätten. Wenn der Chris jetzt reinkommt, vielleicht kann er dann wieder spielen. Ja.
eigentlich stand da, dass er da, jetzt, da ist. Er. Also, da und jetzt kann er auch sich bewegen bestimmt, oder? Nee. Okay. Nee, Chris ist nicht dran. Ich bin nicht dran. Dann ist ein Bug. Okay, dann haben wir einen Bug. Aber ist ja gut. Also bei euch geht jetzt auch nichts. Nee. Nee, nee. Nix also ich. Was steht auf dem Arm bei euch, wer dran ist? Chris. Echt? Hm. Bin ich schuld. Hm. Ja, weil das Spiel denkt, du bist dran, du bist aber schon tot gewesen. Und jetzt ist das genau, wahrscheinlich eine richtig. Endlosschleife. Hm. Ja, ja. Ja. Vermute ich mal. Ja, gut, aber. Um das Spiel hier zu zeigen oder die, das Update passt ja. Also sag ich mal so. Es ist ja. Besser gelaufen wie erwartet. Ja, auf jeden Fall. Also für das erste Mal jetzt, ne? Ja, ja. Ich muss sagen, ist gut ausbalanciert, finde ich eigentlich. Ist klar, du hast Gegnerscharen irgendwo, die mal auf dich zukommen. Leichter wird es nicht als Rattenkönig, das war mir klar. Aber es, trotzdem, ich finde es also gut gemacht. Mhm. Auch den Barden, den du hattest jetzt hier, der hat auch seine guten. Der ist wirklich nur zum Buffen da. Also, dass du nur Buffs erteilst und fertig. Also, wenn man zu viert spielt, muss einer den auf jeden Fall spielen und die sich immer im Hintergrund halten und die anderen hochleveln. Ja, ja. Ich glaube, das bringt echt viel. Man kann jetzt zu fünft halt spielen, ne? Das ist ja noch, das ist ja eigentlich noch besser, ne? Stimmt. Richtig. Das ist ja der Vorteil, ne? Aber ist die Frage, wie viel mehr werden die Gegner dann, ne? Weil das Spiel passt das ja leicht an. Das wird skalieren, genau. Das denke ich auch. Hm. Ja, aber. Ja. Hat Spaß gemacht, schönes trotzdem. Ding. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann sag ich mal von meiner Seite aus, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Genau. Ja, so wie auch. Und wie immer, die Links zu den beiden Kanälen sind unten in der Beschreibung und ich denke mal bei den anderen beiden auch, ne? Nee, ich schreibe da mal keinen rein. Das hat keiner verdient. Okay, gut. Nein, alles gut. E-Abo ist sicher. Nee, machen wir schön. Alles klar, Freunde. Okay. Hat Spaß gemacht. Und das könnten wir dann auch mal live spielen, sag ich mal, wenn es soweit ist. Gerne. Auf jeden Fall. Gerne. Da musst du natürlich auch mal Zeit mitbringen, ne? Also ich denke mal so, das dritte noch dazu, so 2,5 Stunden bist du da unterwegs, ne? Ja, ich würde also 3 sagen, ne? 3,5. Wir sind jetzt schon bei 2 Stunden. Ja. Mhm. Jetzt schon, ne? Also das wird unter 3 wird es sehr schwierig. Aber lohnt sich auf jeden Fall das Game. Macht mega viel Spaß, ne? Das lohnt sich. Und man muss immer sagen, es ist kostenlos, ne? Also die Updates sind ja kostenlos. So ist es. Ich muss sagen, es ist kein Ding. Aber die können dafür auch 4,99 verlangen, ist völlig okay. Ja. Für ein Team eigentlich, ne? Aber besser wie für ein Lied für Beat selber Kohle zu bezahlen. Ja. Meiner Meinung nach. Also. Absolut. Chupac sagt das vorhin noch. Was warst du, Chris? Das kommt als Flat raus, ne? Jetzt auch noch. Genau. Als Flat Game sozusagen. Und dann kann man auch noch. Dann kommt noch ein PvP-Modus, ist auch noch geplant. Genau. Mhm. Hab ich auch noch gelesen. Das steht mir dann bestimmt auch cool vor. Könnte interessant werden, ja. Okay. Dann ich bin raus. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Ciao.